Hello again. Ich sag mal Hallo und herzlich willkommen zu einem Pro neuen Video von mir. XL Pro. Palette. Ich finde sie so wunderschön. Ich würde gerne noch zwei, einmal einen Alltagslook eventuell mit der braunen Seite gestalten und dann nochmal in das Orange, in die orangene Seite. Ich würde auch gerne mal das Pink und Lila und so austesten und dann ein Smoky Eyes machen oder so. Diesmal halten wir uns jetzt in diesen zwei einmal in der braunen Region auf und einmal in der orangenen, also in der gelben, sagen wir gelben Reihe auf. Und ja, dann haben wir noch ein paar Farben, die wir testen. Rot und Blau würde ich gerne zusammen testen. Ich fange jetzt einfach an mit meinem Augenlid. Ich musste jetzt Stativ auf Stativ stellen. Total irre. Es ist mega heiß. Es ist so schwül draußen, aber ich dachte, ich möchte unbedingt noch einen Look kreieren mit euch, mit dieser Karnevalpalette, weil es soll sich ja auch lohnen. Und dann habe ich eigentlich auch noch einen Haul und dies und jenes, aber irgendwie derzeitig irgendwie auch keinen Bock, es abzudrehen, um ehrlich zu sein. Ich würde lieber gerne die Palette austesten. Ja. Ich fange an in der gelben Region. Ich pudere wieder nicht ab. Ich trage es mir fluffig hier auf. Ich habe nicht mal Augenbrauen drauf gerade aktuell. Ich habe gerade eigentlich gar nichts im Gesicht. Dieser Pinsel ist super für eigentlich eine neutralisierende Farbe. Ich finde es fast schon zu groß zum Verblenden. Und vor allen Dingen, was ich hier mache. Oh. Da wollte ich ja was ganz anderes hinmachen. Dann gehe ich in das, oh, ist das Neon-Orange mit demselben Pinsel und trage es mir erstmal hier so auf. Ich finde ja, bräuchte ein Typchen oder sowas. Der Typchen. Kennt ihr den Trick? Ich denke, das kennen viele. Einfach ein Typchen dahin. Und dann habt ihr die scharfe Kante, die ihr eventuell wollt. Jetzt ist es hey. Ein bisschen sieht das da. Ich hoffe, ihr kennt das irgendwie so nicht so toll aus. Wir nehmen uns einen kleineren Pinsel. Ja, schön, wenn alles in der Reinigung ist, ne? Läuft bei mir, Bruder und Schwester. Ich nehme mir das Rot zur Hand mit einem Sigma-Pinsel. Und zwar ist es so ein abgeschrägter. Eigentlich benutze ich ihn nie, aber da wir jetzt eigentlich keine anderen Möglichkeiten haben, benutze ich nochmal das Tübchen und trage mir das Rot hier auf. Das ist sehr gut pigmentiert. Ich versuche das hier mal auszugleichen mit dem Rot. Das gefällt mir schon ganz gut. Ist seltenst, muss ich sagen, dass mir gleich was gefällt. Normalerweise bin ich da wirklich sehr kritisch. Normalerweise gefällt mir nämlich nicht eben gleich alles. Und das ist dann eine Problema. Ich benutze immer diese Pinselwechslerei. Ich benutze diesen nicht verständlichen Farbton. Das ist so ein Ocker. Das ist so ein Zwischending zwischen dem Orange und dem Rot hier. Wieder mal so ein, ja, Alltagslook, ne? Was hat man erwartet? Ich fange jetzt
jetzt mal an, ein bisschen hier nochmal gelb einzutragen, reinzumachen. Hier. Yay, das wollte ich schon immer sein. Und jetzt eine Cut Crease, um den schimmernden Ton aufzutragen. Aber ich würde ihn tatsächlich nur in der Mitte auftragen. Da komme. Also, wir haben alle Farben benutzt, bis auf den hier. Das ist so ein Altgold, würde ich behaupten. Ja. Und den trage ich jetzt einfach mal auf. So ein bisschen. Okay. Gott, ich schwitze, das ist ja abartig. Dann das Orange wieder. Denn das ist so ein bisschen flöten gegangen. Also man sieht ganz gut, dass die Farben eigentlich ganz gut rauskommen. Sie sind halt sehr, sehr krümelig, wenn man das so anguckt. Vor allem, wenn man mit so fluffigen Pinseln reingeht, ne? Es ist alles kein Thema, man kann alles wegpusten und so. Aber es ist doch besser, wenn man ja nicht ganz so viel Fallout oder irgendwie was hat. Ich gehe in den Ton rein und highlighte meinen Innenwinkel. Also wir sind hier nicht bei den Profis, muss ich nochmal dazu sagen. Es hatte sich jemand beklagt, dass es nicht so professionell hier abläuft. Nee. Das habe ich auch ehrlich gesagt niemals gesagt, dass ich irgendwas gelernt, studiert oder sonst was habe an Make-up. Von daher, lasst mich wie ich bin. Schaut andere Kanäle, die für euch passend sind. Ich möchte mich nicht jedes Mal oder irgendwie anfangen, hier recht zu fertigen, nur was anderen Leuten nicht passt. Ich sag immer in meinem privaten Umfeld, wen es nicht passt, wie ich bin. Ciao, Kakao. Also, auf meinem Kanal, die Leute, die mich gerne schauen, dürfen natürlich bleiben. Und alle anderen, ciao. Ihr findet weitere Kanäle. Es gibt ganz, ganz viele. Ganz, ganz viele Kanäle. So, dann. Natürlich ist es was Außergewöhnliches, Marina, ja. Jetzt schminken wir aber mal was Basic-mäßiges, ne? Schaut mal, auch ganz, ganz tolle Basic-Farben, wie ich finde. Ich gehe natürlich hier in das Basic. Und schminke, wie ich immer einen Alltagslook eigentlich schminke. Ich mache eigentlich immer von Übergangsfarbe, ne? Also ich gucke dann immer geradeaus und gucke, ob ich auch mein Schlupflid hier mitgemacht habe. Weil ich finde, wenn man es dann so runterhängen lässt, sieht man eigentlich nichts. Dann offen lassen und so ein bisschen drüber machen. Das ist gar nicht so schlimm. Und das lässt sich super, super schön verblenden. Das gefällt mir schon richtig, richtig gut. Dann. Wackeliger Pinsel mag ich gar nicht. Dann dieses schöne, schöne Braun. Auch wenn ich nicht so kreativ bin, sage ich mal. Mit den Farben aktuell. Weil ich einfach die Palette größtenteils erstmal mit euch austesten möchte. Und dann kann ich erst so richtige Looks anfangen mit verschiedenen Farben. Ich wollte einfach jetzt fast jede Farbe testen, damit wir einfach wissen, wie sind die, wie kann man die anwenden, machen die was. Und dann gehe ich hier in die Nummer ein bisschen, also wir haben jetzt gerade damit Lidfalte, damit ein bisschen dunkler gemacht und jetzt gehe ich in dieses Mokka-Braun. Und gehe komplett in die Lidfalte. Ich finde, wenn man das so macht, gibt es oftmals so Streifen. Man muss wirklich zart. Wenn man zu schnell ist, dann gibt es diese hässlichen Streifen. Wenn man dann nicht das Lid mitkriegt, ne? So. Ja. Dann
gehe ich in den allerdunkelsten. Ne, und dann gehe ich nochmal in das dunkle Braun mit dem fluffigen Pinsel und verblende das Dunkelbraun. Hier fehlt mir was Dunkles, was ja, auf jeden Fall fehlt mir hier was. Und ich überlege auch, ob ich hier zwischen was mache, mal was anderes ausprobiere. Sieht so ein bisschen nach, ich wüsste nicht was aus. Naja, ich trage jetzt erstmal den Ton auf. Ich muss immer meine Pinsel hier sauber machen. Den hier finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und den sprühe ich auch an. Und ich habe gemerkt, bei denen, die sind wirklich butterweich. Wenn man die auch ansprüht, die sind fast schon flüssig. Wisst ihr, was ich meine? Schaut mal, das ist wie so ein... flüssiger Lidschatten. Also mega. Mega. Ich möchte so ein bisschen noch mal dunkler hier werden. Hier stört mich diese eingewachsenen Haare mega beim Schminken. Ein bisschen dunkler. Also so einen braunen Look habe ich schon echt lange, glaube ich, nicht mehr getragen. Komplett in braun. Feiere ich ja. Aber vergesse ich oft, weil es einfach schöne Farben gibt. Seltenst. Heute war ich auch nicht. Heute habe ich mich mit der Mrs. Bella The Dark Sides geschminkt und das war's dann. Ich nehme auch diesen... Das nervt mich. Und trage ihn mir hier so auf. Dann meine Hübschen. Ich freue mich, dass ich euch habe, wirklich. Es macht wahnsinnig Spaß. Da muss ich das nicht für mich alleine austesten, kann euch einfach mitnehmen. Und den es interessiert und spannend findet, da guckt das halt. Und wenn nicht, der geht weiter und schaut sich was anderes an. Es ist wie im Fernsehen. Ich gucke doch auch nicht das, was mir die Fernsehsendung bietet, sondern etwas, was ich gucken möchte. Ich habe jetzt gerade den hellsten Ton aus der Palette in Matt genommen, um einfach meinen Augenbrauenbogen zu highlighten. Und ein bisschen so, wisst ihr, dass es nicht zu arg nach oben gezogen ist. What the fuck? ja, und dann benutze ich dasselbe. Wartet mal, ich kann aber auch. Nee. Also ich benutze jetzt erstmal den hellbraunen und trage ihn mir hier unten auf. Ich brauche noch mal einen Zu-Eva-Pinsel oder so. Ja, was brauche ich denn? Ja, genau, dich brauche ich. Und da gehe ich noch mal in dieses Karamell. Und dann ins Dunkle. Und mische die zwei, um den Übergang hier noch softer hinzukriegen. Natürlich sind das zwei Augen. So. Jetzt mache ich mal den Rest fertig, schminke mich ab, sozusagen alles, was mir runtergefallen ist. Und dann, ja, hole ich euch dazu, wenn ich meinen Lidstrich gezogen habe. Und ich wäre fertig mit meinem Gesicht. Also ich habe jetzt noch, was ich gemacht habe, ihr seht vielleicht den goldenen Eyeliner, den habe ich einfach über die Kante sozusagen gezogen und unten am Auge auch. Das war von Trended Up. Ich habe keine Ahnung, ob es den noch gibt. Ich glaube, das war eine LE. Finde ich richtig geil. Einfach so als Akzent. Ne? Nur so akzentual. Meine Wimpern sind so lang gewesen, dass sie an meinem Schlupplid angekommen sind. Ich habe hier einen Lipliner. Den hat er, glaube ich. So. Jetzt ist aber Tutti in der Hutti. Ich möchte jetzt noch mit euch einen Highlighter ausprobieren. So. Ich möchte Golden Milk ausprobieren. Das ist etwas bronzig. Aber wunderschön, wenn man so guckt.
Ja, da geht auch eher so ins Goldige. Ich bin ja kein Fan von Highlighter. So. Die liegen so grob auf der Haut. Das ist abartig eigentlich. Obwohl er echt gut sich aufnehmen lässt. Der Look ist doch echt Hammer, oder? Ich werde es euch nochmal einzeln zeigen. Ich mache heute mal keine falschen Wimpern dran. Wie gesagt, die Palette ist nicht schlecht. Schaut mal. Ein Look und noch ein Look, ja? Ist eigentlich easy peasy. Da oben habe ich auch ein bisschen verblendet. Ich hoffe, ihr seht das mit dem dreckigen Pinsel, womit ich das Gold aufgetragen habe. Und somit ist das entstanden. So ein... Mein Oberlippenbart schwitzt sogar. Es ist echt wahnsinnig heiß. Ich muss sagen, dieser Glow, diese Farbe vom Glow hätte ich jetzt dunkler eingeschätzt. Aber ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich meine, man kann das alltagstauglich irgendwie ja auch machen, ne? Ja, ich finde die Palette immer noch gut, würde sie aber niemandem empfehlen, der keine bunten Looks schminkt. Wegen zwei Reihen Nude. Also ich meine, diese zwei braucht man diese Palette eigentlich nicht. Ansonsten, ich muss sagen, 1, 2, 3, 4. 4 Reihen haben mir schon besonders gut gefallen. Ich bin super gespannt auf Lila und Blau. Blau ist eine schwierige Farbe. Ich hole euch mal ran und zeige euch mal. Mit einem Q-Tip könnte ich aber auch meine Sauerei wegnehmen. Ich hoffe, ihr seht, was ich meine. Ich habe hier so ein bisschen gepatzt mit dem. Und ja, und das Nude ist auch echt schön geworden. Also das ist natürlich ein Alltagslook für mich. Für mich ist das schon nicht stark geschminkt. Also das ist natürlich extravagant, aber manchmal habe ich so Phasen. Was soll ich sagen? Mir gefällt es. Es ließ sich gut verblenden. Bis auf der Highlighter. Ich hoffe, ihr seht die Struktur meiner Haut. Es ist ein toller Glow. Gefällt mir wirklich gut. Aber es sitzt so... Wisst ihr, so teilweise ist es gar nicht... Es liegt so auf den Poren drauf und verschmilzt nicht miteinander. Geeignet wahrscheinlich hier, um so ein Glow zu erzeugen, Schlüsselbeine oder sowas. Natürlich gefällt euch wahrscheinlich diese Seite mehr, weil sie eher alltagstauglich ist. Und ich finde auch, dass dieses Rotbraun echt gut in die grünen Augen passt. Und der Look gefällt mir aber auch gut. Also bis auf das hier, das habe ich nicht so gut gewählt, finde ich persönlich. Also wenn ich das hier noch voll gemacht hätte mit dem Schimmernton, dann wäre es cool gewesen. Tarnlücke. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, schaut in mein erstes Karneval X Pro Edition rein. Da sage ich ja auch eine Review zu. Ich finde sie nicht schlecht. Wenn ihr Bock habt, swatche ich sie euch mal mit dem Pinsel auf eine Base. Aber sie sind eigentlich... Ich möchte nur noch die swatchen, wo ich auch weiß, dass ich sie benutzt habe. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ihr Lieben.